Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrer und es gibt so Fragen, die kommen fast im Wochentakt. Und eine dieser Fragen ist immer, was passiert eigentlich mit meiner Option, wenn ich eine Aktie oder wenn ich einen Put auf eine Aktie geschrieben habe und diese Aktie wird dann übernommen? Was passiert eigentlich mit meinem Short Put? Und die Antwort darauf gibt es jetzt im Video. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Thema bestimmt schon ein, zwei oder dreimal besprochen haben. Da aber ja immer mehr Zuschauer hier auf diesen Kanal stoßen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, will ich diese Frage natürlich gern nochmal klären, weil es ja auch immer aktuelle Fälle gibt. Wir hatten ja beispielsweise jetzt erst vor ein paar Tagen die Übernahme von Whole Foods Markets durch Amazon. Und da ist ja dann der Kurs ziemlich nach oben geschossen. Und dann kam eben wieder diese Frage, und zwar, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich da einen Short Put geschrieben habe und die Aktie dann übernommen wird? Was ist denn da? So, und jetzt schauen wir uns einfach mal an. Und wie immer nutzen wir für sowas hier unseren Flipchart. Also, du hast eine Aktie und du hast zu irgendeinem Zeitpunkt einen Put geschrieben. Dass wir keine nackten Calls auf solche Aktien schreiben oder überhaupt nicht auf Aktien schreiben, darüber haben wir ja erst letzte Woche gesprochen. So, was passiert jetzt aber hier? Jetzt kommt angenommen ein Übernahmeangebot und die Aktie springt nach oben und pendelt dann hier oben irgendwo rum. Jetzt muss man natürlich erstmal eines wissen, und zwar, wenn solche Übernahmen kommen, dann ist es ja nicht so, dass die von heute auf morgen stattfinden. Das heißt, wie es in dem Fall jetzt war, Amazon kommt, sagt, wir kaufen diese Firma für den Preis von XY und zwar zum, und das ist jetzt ganz wichtig, zum 31.12.2017 ist das in diesem Fall gewesen, also reichlich in 6,5 Monaten beim Zeitpunkt der Bekanntgabe. So, jetzt können wir uns natürlich vorstellen, wenn der Preis hier so weit nach oben springt, was dann mit diesen Optionen passiert. Die werden natürlich wertlos. Und jetzt ist natürlich spannend zu wissen, wenn wir jetzt beispielsweise Optionen haben, die eine sehr, sehr lange Restlaufzeit haben, was passiert eigentlich mit denen? Haben die dann noch großartigen Zeitwert? Und hier kommt es ein bisschen darauf an, wie diese Übernahme stattfindet. Also, im Beispiel von Amazon und Whole Foods Markets, wo es also total klar ist, dass die das machen, dass es da keine Kartelleinschritte gibt, ne? Also niemand sagt, na, müssen wir noch prüfen und so weiter, dann werden natürlich auch die extrem langlaufenden Optionen, also selbst wenn du eine Option hast, die weit hinter dem Übernahmedatum liegt, die werden dann zu dem Zeitpunkt nahezu wertlos werden. Ein paar Cent werden die noch kosten. Die werden nicht auf Null gehen. Das ist ganz klar, weil ein bisschen Zeitwert ist ja noch da, aber du kannst zum Beispiel dann an so einem Punkt auch keine Optionen mehr verkaufen, weil wer will sich danach absichern? Niemand bezahlt mehr Geld für so eine Option, das ist raus. Diese Optionen hören aber noch nicht auf zu existieren, sondern die hören erst dann auf zu existieren, wenn wirklich die Übernahme stattfindet und wenn also beispielsweise die Firma vom Markt verschwindet. Manchmal gibt es ja Situationen, wo die Aktie weiterhin notiert bleibt. Wir hatten das letztes Jahr bei KUKA in Deutschland, wo ja auch die Firma quasi übernommen wurde. Eine große Mehrheit haben die, ich glaube die Chinesen haben da eine große Mehrheit gekauft. Die Aktie blieb aber weiterhin notiert. Das heißt, wenn du dann Optionen hättest, dann wären die auch immer noch aktiv, auch wenn sie nichts mehr wert wären. Wenn aber eine Firma direkt vom Markt genommen wird, naja, dann hören diese Optionen auch auf zu existieren. In dem Fall ist ja so, Barabfindung, Firma wird weggenommen, es gibt auch keinen Tausch oder irgend sowas und dann ist sie halt weg. Manchmal gibt es die Situation, da finden Aktientäusche statt. Das gab es zum Beispiel bei First Solar und Tesla. Tesla hat ja die First Solar, ich glaube es war First Solar, wenn nicht, korrigiert mich, hat ja First Solar übernommen und zwar eben nicht über Bargeld, sondern gesagt, wir übernehmen diese Firma, tauschen das aber gegen Tesla ein. Naja, und dann ist es halt natürlich so, dass dann diese Optionen weiterhin oftmals mit einem Preis versehen sind, weil es ist zwar klar, dass die Aktie übernommen wird, ne, und damit vom Kurszettel verschwindet, aber man weiß nicht, wie wird sich denn die Tesla-Aktie entwickeln. Zumindest wusste man das nicht zum damaligen Zeitpunkt, als diese Übernahme kam. Und dann ist es natürlich so, wenn die dann umgewandelt werden, dann passiert oftmals eins, nämlich, dass man dann anteilig, so die Optionen werden quasi umgekennzeichnet und es werden dann quasi anteilige Optionen auf Tesla. Da wird also der Strikepreis dann angepasst und so weiter und so fort. Im praktischen Falle würde ich allerdings immer empfehlen, diese Optionen zu schließen, weil immer wenn sowas passiert,
Wer will dann irgendwie so eine komische Option handeln, die sich auf Anteil an Tesla bezieht, also auf so 1/3 Aktien oder irgend sowas? Und aus dem Grund, die bekommen dann auch andere Aktien oder andere Kennzeichnungen, gehen meist die Spreads sehr, sehr weit bei diesen Optionen auseinander. Und deswegen, wenn so etwas passiert wie hier, Aktie wird übernommen, Preis geht nach oben, eure Option geht nach unten, egal wie lang die Restlaufzeit ist. Nehmt das als Geschenk, versucht dann nicht noch den letzten Dollar rauszuquetschen, sondern sagt, okay, komm, dann nehme ich sie her und gehe eben raus und habe damit eben jetzt mein Geld verdient, was ich verdienen wollte. Naja, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ne? Wie gesagt, immer wenn eine Firma übernommen wird, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo die Firma aufhört zu existieren, hören auch die Optionen auf zu existieren. Aber für die Praxis, niemand wird so lange warten, sondern wenn ihr eben angenommen, ihr habt eben eine Option verkauft, sagen wir mal hier für 150 Dollar und jetzt geht hier der Preis irgendwie nach oben und er sagt dann, naja gut, jetzt ist die noch 30 Dollar wert und ihr hättet aber noch 3 Monate Restlaufzeit oder 6 Monate, bis die Firma übernommen wird. Natürlich könntet ihr jetzt sagen, komm, die 30 Dollar will ich noch verdienen, ist ja risikoloses Geld. Aber für was? Also warum wollt ihr dann Margin binden? Warum wollt ihr noch so lange im Markt sein? Geht lieber raus, sucht euch eine neue Gelegenheit, versucht einen neuen Trade zu machen, wo ihr nochmal weiteres zusätzliches Geld verdienen könnt. Schließt diesen Trade ganz einfach und damit ist der Trade beendet und abgehakt. Tja, das war's. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Optionshandel, zu Strategien, zu Begriffen, alles, was euch interessiert, schreibt mir diese Fragen bitte hier in die Kommentare rein. Ich versuche die alle nach und nach zu beantworten. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.